Moin meine Freunde, im heutigen Video schauen wir uns die nagelneue Trophy Road an und was es da alles für Belohnungen gibt. Außerdem habt ihr mir fleißig eure Deckvorschläge zum neuen Helden und neuen Mini geschickt. Da werden wir auch schon die ersten 2-3 Decks spielen. Wir gehen rein, viel Spaß! Ihr seid bestimmt super neugierig, wie die Trophy Road aussieht und vor allen Dingen, was für krasse Belohnungen wir da bekommen. Ich habe das Ganze ausgerechnet. Bevor ich euch das aber sage, gucken wir uns das an. Um auf die Trophy Board zu kommen, geht hier unten rechts quasi auf das Leaderboard, wo es vorher war. Und dann sieht das Ganze so aus. Dann habt ihr einmal die Top 1000 und die Trophy Board. Vorher sah das ja so ähnlich aus, nur dass man halt nichts dafür bekommen hat, wenn man aufgestiegen ist. Ja, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Auf 25 schaltet ihr den Knight frei. Dann gibt es zwischendurch immer mal Gems, Gold und Heldenfragmente. Bei 50 gibt es den Ice Wizard, bei 75 die Valkyrie. Bei 100 gibt es den Packer. Bei 120 gibt es den Plüsch-Packer-Skin. Den hat man ja vorher irgendwann, ich glaube in der ersten Season war das, wenn ich jetzt richtig liege, müsste die erste Season sein, im Battle Pass bekommen. Also ein bisschen schade, dass der wieder da ist. Hätte ich mir noch einen anderen Skin gewünscht. Dann schaltet man ab 150 einen Bowler frei. Wie gesagt, zwischendurch immer mal wieder Gold und Gems und Heldenfragmente. Dann gibt es den Skeleton Guard ab 200 und auf 240 gibt es einen krassen Skeleton Guard Skin mit einer Truhe, so eine Schatztruhe, die er quasi als Helm aufhat. Also das sieht echt schon Baba aus, finde ich geil. 300 gibt es dann den Lumberjack, ab 400 Giant Scaly. Ab Diamond gibt es dann den Swordfishman, Diamond 2, 650 den Battle Healer. Es geht weiter mit dem Prinzen. Und zu guter Letzt, wenn ihr Legendary erreicht habt, kriegt ihr den Shieldmaiden Skin, den man sich vorher für Gems kaufen konnte. Also auch da kein neuer Skin, finde ich auch wiederum ein bisschen schade. Aber naja, wir sind in der Beta, ist in Ordnung, müssen wir mit leben. Lasst uns mal ein paar Stufen nach oben climben, um zu gucken, wie das Ganze aussieht. Hier seht ihr jetzt, wie das aussieht, wenn wir die Trophy Road hochclimben. Also wir hüpfen quasi mit dem Helden, den wir ausgewählt haben, einfach die Treppe hoch. Ihr wollt bestimmt jetzt noch wissen, wie viel Belohnung wir denn für die komplette Trophy Road bekommen, sobald wir dann die 1200 erreicht haben. Das habe ich natürlich einmal für euch ausgerechnet. Insgesamt sind es 5000 Gold, 200 Crystal Coins, 220 Gems und 64 Heldenfragmente. Schmeckt schon, ist ein ganz nettes Gimmick. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wie gesagt, ist die ganze Trophy Road halt eher was für Leute, die das Game gerade erst anfangen und nach hochclimben. Wir, die das Spiel schon länger spielen. Ey, wie lange brauchen wir, bis wir wieder Legendary sind? Digga, ich sag dir ganz ehrlich, das ist in 2-3 Tagen nach dem Season Reset getan und dann ist die Trophy Road durch. Trotzdem lasse ich mir natürlich die Crystal Coins und die Skins und sowas schmecken. Also wie gesagt, geiles Gimmick, auf jeden Fall, musste kommen, ist allerdings nicht so relevant für uns als Langzeit-Beta-Spieler. An dieser Stelle gibt es leider eine kleine Planänderung. Ich wollte ja eigentlich zumindest schon mal 2 Zuschauerdecks, die mir fleißig unter dem letzten Video kommentiert hat, heute testen. Geht leider nicht. Meine Übertragungs-App, meine Aufnahme-App spinnt gerade komplett rum. Ich krieg's nicht gefixt. Ich habe jetzt eine Stunde darin investiert, es irgendwie zu fixen. Deswegen gibt's heute auch keinen Stream. Ich bin fertig. Kein Plan, woran es liegt. Ich werde es morgen nochmal tryen. Ich hoffe, dass da morgen auch ein Video rauskommt, wo ich eure Decks teste, wo ich auch dann mehr als nur 2 Decks teste, sondern alle. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, was ihr zu Trophy Road sagt. Wir lassen uns die Belohnung natürlich schmecken. Ist nicht ganz so krass, wie ich es vielleicht gedacht hätte. Dennoch, besser haben als brauchen, sag ich immer. Ne? Crystal Coins nehmen wir gerne mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert, liked, kommentiert. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.